Defensiv machen sie es gut. Da kommt der Pass auf außen. Der Ball kommt gut. Lasogga. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Und die Gladbacher kommen. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Starker Einsatz. Da holt er sich den Ball doch noch. Gut geklärt, aber Einwurf. Kostic. Das macht er gut. Diekmeier. Das könnte gefährlich werden. Schöne Flanke. Lasogga. Er versucht es mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Wird das eine Torchance? Gefährliche Flanke. Und das ist Freistoß gegen Gladbach. Gelb für Toni Janschke. Das war zu viel Einsatz. Holpi. Es gibt die Ecke für den HSV. Hermann. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Holtby. Jetzt könnte es gefährlich werden. Westergaard. Super Timing, den Ball holt er sich. Beister. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Flagge kommt gut rein. Das müsste es sein. Erstmal keine Gefahr. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt gibt's Abstoß. Neben dem Borussia Park wird ja bis Ende 2017 fleißig gebaut, Buschi. Ja, für fast 30 Millionen entsteht hier ein wirklich spektakuläres neues Gebäude mit Hotel, Fanshop, Museum und noch viel mehr. Und das Ganze wird dann auch noch direkt mit dem Stadion verbunden. Also darauf können sich die Fans freuen. Und wieder ein Foul. Sieht er jetzt die zweite gelbe Karte? Der Verteidiger muss vom Feld und damit müssen sie umstellen. Und der Trainer muss spontan eine neue Taktik aus dem Ärmel schütteln. Da passt er auf und hat den Ball. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Giroud. Kostic. Knapp. Ja,
Das Wetter hat sich in der Pause leider nicht verändert. Es geht regnerisch weiter in Hälfte 2. Sie suchen die Lücke. Da steht kein Mitspieler als Abnehmer für diese Flanke bereit. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Er nimmt ihm den Ball ab. Ball draußen, wird Einwurf geben. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sehr gut reingespielt. Lasogga. Und da muss der auch hin, weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Flanke. Der ist noch, der muss reingehen. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Macht er ihn. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. André Hahn. Jetzt mal die Gladbacher. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Das könnte es sein. Da passt der Torhüter auf. Und jetzt gibt es hier den Eckball für Mönchengladbach. Den Köpfner. Das war die Möglichkeit zum Ausgleich, aber er macht ihn nicht. Jetzt haben sie den Ball verloren. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den FC Bayern. Und da sollten sie natürlich dabei sein. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Da kommt der Schuss. Und das gibt Eckball. Raphael! Ball im Aus, Abstoß. Wird das eine Torchance? Flanke kommt, wird das eine Chance? Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Holtby. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Da passt er auf und kann klären. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt gibt's Einwurf. Was für ein Schuss, ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Ja, da hat er es von weit weg probiert und wird mit diesem Treffer belohnt. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Hermann. Und die Gladbacher kommen. Der Ball kommt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und Raphael. André Hahn. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Da sehen wir also den nächsten Gegner des HSV. Es geht gegen Eintracht Frankfurt im nächsten Match in der Bundesliga. Da dürften sie relativ leichtes Spiel haben. Das ist Lasogga.
Und da hatte er die richtig gute Möglichkeit. Knapp war es am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Den muss er eigentlich machen. Raphael. Jetzt mal die Gladbacher. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Ibrahima Traoré. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schöne Flanke. Drmić. Da macht er ihn rein. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Was für eine Aktion. Da hat wirklich alles gepasst. Ein super Kopfball, aber auch eine klasse Flanke. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Drmić. Jetzt wird es gefährlich. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Gutes Tackling. Das gibt Einwurf. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Ja, aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. 6 Minuten sind noch zu gehen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Siegmeier. Vielleicht jetzt. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Kramer. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Kramer. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird's hier noch mal lauter. Die Fans merken, da kann noch was gehen. Klar, dass die Fans hier jetzt noch mal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Jetzt müssen sie aufpassen. Super Flanke. Holpi. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Klasse Technik. Kramer. Den Ball holt er sich. Der Abwehrspieler ist da.